Im Stadtteil Weinekind, Verwirrung, Schlangen, böse Träume und eine Überraschung, die Regenschirme aus schwarzer Seide betreffend. Achtung, Achtung, in 8 Sekunden werden wir die Atemkanäle öffnen. 7 Sekunden bis zum Verlassen des Ortes. Alarm, Achtung, Achtung. 6 Sekunden bis zur Öffnung. 5, 4, 3, 2, letzte Warnung. Den Ort verlassen, den Ort verlassen, den Ort verlassen. Die Ansage blieb stecken wie eine fehlerhafte Schallplatte. Wie gut, dass diese Elektronik hin und wieder verschnupft ist. Hoffentlich auch die Atemkanäle, sie sind schon lange nicht mehr benutzt worden. Wahrscheinlich sind sie bereits verstopft, jemand hat irgendwelchen Mist in das Rohr gepackt. Wie das in Brasilien so ist. Jeder macht gern irgendwelchen Unsinn. Weit gefehlt. Ich komme noch rechtzeitig weg, sehe, wie das Gas aus den Atemkanälen steigt. Diesmal sind sie auf dem Bürgersteig. Das heißt, in diesem Viertel wohnen wirklich Großkopferte. Die Atemkanäle wurden in der Zeit der gefährlichen Betrügereien geschaffen. Erst baute man sie in den Industriegegenden ein, dann in den privilegierten Vierteln. Sie wurden wirksam auf dem Bürgersteig aufgestellt. In einer Mauerecke, in einem Briefkasten, Mülleimer oder in Gegenständen, die anscheinend nicht mehr benutzt wurden. Ein Netz leitete Lach, Tränen, Durchfall, Nies, Husten, Brechreizgase weiter. Und solche, die blind machten, Krämpfe verursachten, einen stolpern ließen oder in die Flucht jagten, harntreibend oder pilzfördernd waren. Die Art des Gases hing von der Demonstration und der Teilnehmerzahl ab. Manchmal strömten alle gleichzeitig aus und am Ende hatte man einen Haufen Leichen im größten Gestank liegen. Die Zivilitäre selbst hassten die Operation Überreste, denn der Geruch blieb wochenlang am Körper haften. In den Arbeiterversammlungen wurde die wichtigste Arbeitsgruppe von den Freiwilligen zur Stilllegung der Atemkanäle gebildet. Wegen der strengen Bewachung keine leichte Aufgabe. Die Atemkanäle waren mit überempfindlichen Alarmapparaten versehen, die in allen Sicherheitsabteilungen der Region ertönten. Es war die Epoche der sogenannten gefährlichen Betrügereien, weil das System sich paradox und inkonsequent aufführte und keinen Protest duldete. Es predigte Sparen und Verbrauchen, Auto kaufen und Treibstoff sparen, die Inflation aufhalten und Preise freigeben, die Wahrheit wollen und Lügen erzählen. Während ich laufe, bemerke ich Veränderungen an den Häusern. Die Unterschiede sind auffallend. Vor einiger Zeit bin ich durch die Gegend mit klimatisierten Häusern gekommen. Hier hingegen sieht man nur die Löcher für die Apparate, leer oder mit Plaste zugedeckt. Heruntergekommene Fassaden. Alles wäre erträglich, wenn es nicht so schwül wäre. Ich glaube, ich hätte direkte strahlende Sonne lieber. Und so viel geht mir durch den Kopf. Der ehrgeizige Phaeton raubte seinem Vater Helios den Sonnenwagen. Dieser wurde von 4 Pferden gezogen, umkreiste die Himmelskuppel, erleuchtete und erwärmte den Tag. Aufrecht über dem weit geöffneten Abgrund inmitten des Lichtes und der Hitze wurde Phaeton, der die feurigen Pferde nicht meistern konnte, von Angst ergriffen. Die Zügel entglitten ihm. Geblendet und ohne Führer und ohne Ziel kamen die Pferde vom Weg ab. Sie setzten Wälder in Brand, trockneten Flüsse aus und entflammten Gebirge. Die Erde reckte ihre Arme empor und rief um Hilfe. Und Zeus blieb keine andere Wahl. Er tauchte Phaeton in die Wasser des Eridanos. Der Sonnenwagen zog sich abends in die Stelle von Latona zurück, dorthin, wo Aurora aufstieg. Eine Sage, die mich in den Mythologiestunden an der Universität verwirrt hatte. Der Straßenbelag hat aufgehört. Jetzt kommt nur noch gestampfter, staubiger Lehm. Baufällige Gebäude wechseln mit leeren Grundstücken ab. Müllberge auf Schritt und Tritt.
Abgenutzte alte, dreckige Acrylplatten verdecken Fassaden, die wohl einmal zu einem alten Geschäftszentrum gehört haben. Menschen kommen hervor aus Türen und Türchen, aus Kellern, Gässchen und Straßen. In dieser Gegend gibt es keine schützenden Gitter vor den Gebäuden. Ich sehe weder bewaffnete Portiers noch Fernsehkameras, haufenweise Exkremente in den Ecken, dazu der scharfe Geruch nach abgestandenem Urin. Wir bilden eine kleine, eilige Menge. Mit jedem Augenblick wird sie dichter und unruhiger. Die Menschen, ohnehin gereizt, sind jetzt aufgebracht und drängen vorwärts. Frauen rufen nach ihren Männern oder Söhnen. Die Männer antworten, treiben sie zur Eile an, schieben und stoßen einander. Banderolen kündigen Sonderpreise an. Die Menschen stolpern übereinander, schubsen und treten sich. An den Ecken weinen einige Leute. Männer rufen, man müsse etwas tun. Der bläuliche Nebel hat die Sonne völlig verdeckt. Man hat nicht die geringste Vorstellung, wie spät es ist. Schweiß rinnt an den Körpern herunter. Die Männer in Bermuda-Shorts ohne Hemd, Frauen in Miniröcken, Shorts, Schlüpfern. Auf den Plakaten steht, das System übergibt die Markisen, die große Lösung für heiße Tage. Niemand mehr ohne Unterschlupf. Eine großartige Verwirklichung des Sozialministeriums. Ist hier das Viertel Weinekind? Scheint so. Und wo werden die Regenschirme verkauft? Anstellen. Ich sehe aber keine Schlange, nur die vielen Leute. Die Schlange fängt etwa 2 Kilometer von hier an. Sie wird von dort nach hier organisiert, jedenfalls heißt es so. Die Gerüchte gehen von Mund zu Mund. Hier kann man sich nicht rühren. Sehen Sie? Gibt es für jeden einen Regenschirm? Ich habe gehört, ja. Ich weiß nicht, ob das Warten lohnt. Ich glaube, die sind alle verrückt geworden. Banderolen über der Straße, von Posten zu Posten, auf denen steht echte schwarze Seide, Sonderpreise. Der Nebel so tief, dass er die Banderolen fast einhüllt. Ich mische mich unter die Menge. Hier ein Eckchen, da ein freies Plätzchen, ich schiebe ein bisschen, wie ein Bus in dichtem Verkehr. Ich gehe durch die Menge, komme mir lächerlich vor, weil ich an dieses Gerede mit dem Regenschirm aus schwarzer Seide glaube. Ich gehe weiter, bis ich auf einen Platz komme, der voller Menschen ist. Bei Einbruch der Nacht bin ich drückend, schiebend, schimpfend und getreten bis an eine Barriere, einen grünen Drahtzaun vorgedrungen, der von Scheinwerfern erleuchtet und von Zivilitären und Schäferhunden bewacht ist. Die Leute richten sich auf den Boden ein, versuchen es sich bequem zu machen. Es gibt nicht für alle Platz. Ich sehe, dass der Drahtzaun nach vorn hin schmaler wird, wie auf Schlachthöfen. Und die Schlange bildet sich innerhalb dieses Trichters. Am Ende des Platzes, der nicht einmal ein Platz ist, eher schon ein großes Feld, kann ich einen Bau aus Stein erkennen. Die Wächter verbieten mir, mich an den Zaun zu lehnen. Leute sitzen auf Klappstühlen und hocken in Zelten auf Schlafsäcken. Privilegierte? Oder wird es mit uns auch noch so weit kommen? Einige Gruppen spielen Gitarre oder Akkordeon, Mädchen singen und tanzen, Pärchen lieben sich. Ich höre ein rhythmisches Tok-Tok. Innerhalb des Drahtzauns marschiert eine Truppe Männer. Sie bringen hunderte von Fahrrädern in den Bau. 2 Frauen wärmen Essen im Kochgeschirr. Sie bieten mir etwas an. Nein, nein, ich möchte nicht. Nachher haben sie zu wenig. Wo 2 essen, essen auch 3. Das stimmt nicht. 2 essen schlecht und 3 noch schlechter. Warum so geziert, junger Mann? Hungrig und auch noch stolz, was? Ich bin wirklich sehr hungrig. Ja, dann nimm ein kleines Ei. Das wird uns überhaupt nicht fehlen. Morgen Nachmittag bringt mein Mann wieder ein Kochgeschirr. Dann gibt es wieder Ei. Das bedeutet, Ihrem Mann geht es gut bei so viel Ei. Ja, er arbeitet nämlich im Hühnerfarmlabor. Ist er Chemiker? Chemiker? Er hat nicht einmal studiert. Das Einzige, was er kann, und zwar gut kann, ist malen. Er malt diese blöden Hühner auf den Eiern, die in Häusern mit Naturprodukten verkauft werden.
War er Maler? Maler? Bist du blöd? Wir hatten ein Stück Land in der Gegend von Paraty. Wir sind Bauern. Ich bin Lehrerin, aber ich habe lieber mein Fleckchen Erde bepflanzt, als es schlimmer wurde. Seid ihr wegen des Atomkraftwerkes, das untergegangen ist, weggegangen? Nein. Wegen der heißen Felsen. Das war einfach die Hölle. Heiße Felsen? Kennst du die Gegend? Ich habe nie einen Fuß dorthin gesetzt. Alles Felsengebirge. Ganz bewachsen früher. Dann wurden die Grundstücke verkauft. Danach haben sie Häuser auf den Abhängen und auf den Hügeln errichtet und den Wald gerodet. Erosionen folgten natürlich. Schließlich war der ganze Berg kahl. Sie sahen sogar schön aus, diese schwarzen Riesenfelsen. Nur brannte die Sonne darauf und heizte sie auf. Nacht kühlte es kaum ab. Am nächsten Tag wurde es noch heißer, die Temperatur stieg an. Wer in den Tälern lebte, starb an Versengung. So wie ein Fisch, der auf einem Stein gebraten wird. Wir flüchteten, Hals über Kopf. Und da sind wir. Sie reichte mir das Kochgeschirr mit so etwas wie Suppe darin. Heißes Wasser, Salz, ein paar duftende künstliche Gewürze und gekochte Eier. Es tut mir gut, beruhigt meinen Magen, obwohl das Ei synthetisch ist. Es füllt. Wieder ein Tok-Tok-Tok hinter dem Baum, eine weitere Gruppe von Männern mit Fahrrädern. Was machen Sie mit so vielen Fahrrädern? Sie stellen Regenschirme aus den Speichen her. Wirklich? Sehr merkwürdig. Diese Leute, die hier hereinkommen, ziehen jeden Tag los, um Fahrräder zu stehlen. Die Fabrik gehört den Zivitären. Das glaube ich nicht. Die Regenschirme sollen eine Erfindung der Zivitäre sein. Sie waren es, die diese Geschichte verbreitet haben, dass die Schirme vor der Sonne schützen, vor allem vor den Hitzeballons. Offensichtlich glauben das alle. Jahrelang ließen wir uns weismachen, der Leichengestank sei ein Produkt der atmosphärischen Inversion, bis eines Tages jemand mit der Wahrheit herausrückte. Also die Bevölkerung außerhalb der Umgrenzung, jenseits der offiziellen Kreise festhielten, verbreiteten sie ständig Epidemien und behaupteten, alle stünden unter Quarantäne. Wir unterstützten das. Ein Offizier dirigiert einen riesigen braunen Schlepper. Der Fahrer fährt geschickt im Rückwärtsgang durch ein Seitentor des Baus. Die Lähmung ergreift mich diesmal, bevor der Fleck auftaucht. Aber jetzt kann ich erkennen, dass dies der Lastwagen ist, der schwer beladen mit Langholz aus dem Wald herauskommt. Heute weiß ich, dass der Alte wahnsinnig war, dieses vollgeladene Monster noch auf der Straße von Jequitibá aufhalten zu wollen. Keine Bremse der Welt hätte den wild gewordenen Laster aufhalten können, der über den winkenden Alten hinwegrollte. Mein Großvater wusste Bescheid. Die Laster, die Holzfäller mit den Sägen, die Schlepper, das war das Ende. Nicht mehr Axt gegen Stamm, sondern die schnelle, unbezwingbare Motorsäge. Bis heute habe ich keine Ahnung, was der Alte vorhatte, als er versuchte, den Lastwagen zu stoppen. Ein unbescholtener Mann von 85 Jahren, die Arme nach vorn ausgestreckt. Er glaubte, es sei noch möglich. Und deshalb bewundere ich ihn bis heute. Er versuchte es und warf in jenem Augenblick alles in die Waagschale, was er besaß. Sein Leben. Der Kampf war nicht ungleich. Er war unmöglich. Und dennoch ging der Alte hin und tat es. Jetzt sammeln sich da drüben lauter schwer bewaffnete Zivilitäre mit Walkie-Talkies in der Hand. Brüllend wecken sie alle und stellen uns in Reihe auf. Die Frauen werden von mir getrennt. Schade, eine von ihnen war ganz ansehnlich. Wer weiß, wir hätten uns nachts einmal aneinander schmiegen können. Ich denke in letzter Zeit nur an so etwas, mich verlangt ganz schön danach. Die Schlangen, die verdutzten, fragenden Gesichter erinnern mich an andere Schlangen aus der Vergangenheit. Liberalere Geschichtsbücher sprechen davon. Die Juden auf dem Weg in die Gaskammer. Alles ist wiederholbar und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Ach, wieder eine meiner Wahnvorstellungen.
Manchmal kann ich meinen Hang zum Dramatisieren nicht unterdrücken. Eine Tragödie ist eine Situation, die den Menschen einfach fasziniert, ihn mitreißt. Haben Sie eine Wohnung? Ich hatte eine. Erklären Sie das. Ich habe sie verloren. Ich verstehe, dass man Geld, Marken, die Frau, Gegenstände verlieren kann, aber eine Wohnung? Man hat sie mir weggenommen. Ach so, Sie haben die Raten nicht gezahlt. Nun machen Sie sich nichts daraus. Sie haben viele Ihre Wohnungen aus dem gleichen Grund verloren. Sie haben über Ihre Verhältnisse gelebt. Ich habe alles bezahlt, aber Sie sind in meine Wohnung eingedrungen und haben mich hinausgeworfen. Es ist eine lange, verwirrende Geschichte. Da sind Dinge im Spiel, die selbst ich nicht glauben kann. Außerdem bin ich müde. Sie verhören mich schon seit 2 Stunden und ich weiß nicht, wozu. Jeder Migrant erzählt die gleiche Geschichte, ihr Lügner. Die ganze Horde auf dem Platz ist eine Bande von Lügnern und Vagabunden. Ihr seid über die Umgrenzung vorgedrungen und habt die Stadtteile in Beschlag genommen, die ihr nach den Zirkulationsgesetzen gar nicht betreten durftet. Ihr seid aus den Lagern geflohen. Alles ist falsch gelaufen. Und wer sich jetzt darum kümmern muss, ist das System. Alles bleibt dem System überlassen. Jetzt warten Sie aber mal. Warum diese ganze Aufregung? Ich will nur einen Regenschirm aus schwarzer Seide. Ein Regenschirm aus schwarzer Seide? Was ist denn das für eine Idiotie? Werden hier denn nicht Regenschirme aus schwarzer Seide verkauft? Also jetzt nimm deine Nummer 8 auf den Buchstaben und such deine Schlange. Mit dem Transport wird es noch dauern, aber wir werden alle mitnehmen. Niemand wird in dieser Stadt ohne ein Dach über den Kopf bleiben. Transport? Los, los! Nimm deine Marke und steig in deinen Bus ein. In 2, 3 Tagen sitzt dir eine andere Abteilung. Sieh zu, wie du zurechtkommst und komm mir nicht mehr mit irgendwelchen Geschichten. Aber der Nächste. Sie, ich wollte nur wissen. Der Nächste, vortreten. Bitte, mein Herr. Der Nächste, wir haben schon zu viel Zeit verloren.